Rezepte hat er. Ach, hier sind Rezepte. Schmierfalle. Mächtiger Wundumschlag. Nehme ich einfach mal mit. Starker Wundumschlag nehme ich auch mit. Gut, was brauche ich denn für die Elfenwurzelfläschchen, Destillationswerkstoff und Konzentratwerkstoff. Okay. Wie kann ich euch helfen? Ich bin zwar kein Händler, aber ihr könnt gerne... Ja, das kennen wir doch alle schon. So. Da hat er leider nur 3 von. Da hat er nur 2 von. Ist schon irgendwie doof. Ich nehme trotzdem mal ein bisschen Elfenwurzel mit. Kostet ja nichts. Kann also nicht schaden. So, jetzt kann ich immerhin schon mal 2 oder so herstellen. Kann ich nicht. Wieso nicht? Kann ich nicht, weil ich... Ah, weil ich noch zu schlecht bin. Gut, sag mir das doch einer. Da kann ich nicht ran. Ich bin erfreut. Jetzt mal die Elfen beklauen. Die sowieso nicht so viel haben, aber hey. Wer tut das nicht? So, er hatte noch eine Quest. Immer noch. Manchmal bin ich so ein Genie. Ey. Wie kann ich euch helfen? Was genau? Ich bin der Handwerksmeister des Clans und dafür verantwortlich, so viel wie möglich über die alte elfische Kunst der Holz- und Erzbearbeitung in Erfahrung zu bringen. In Wahrheit wissen wir Dalish nur wenig, verglichen mit der Kunstfertigkeit, die wir einst besessen haben. Und selbst dieses Wenige mussten wir über mehrere Lebensspannen erlernen. Es gibt Holz, das bei richtiger Verarbeitung hart wie Stahl, aber viel leichter ist. Es heißt Eisenborke und wächst nur in diesem Wald. Der Hüter hat uns verboten, im Wald nach dem Holz zu suchen. Deshalb werde ich jahrelang keine unserer herausragendsten Arbeiten anfertigen können. Und wenn ich dir was dafür besorge? Ich würde es nicht wagen, euch darum zu bitten. Aber wenn ihr zufällig auf Eisenborke stoßt, kann es nicht schaden, wenn ihr sie mitnehmt. Sie ist blau und ziemlich einzigartig. Ihr könnt nur die Borke nehmen, die der Baum schon abgeworfen hat. Falls ihr welche findet, bringt sie mir. Ich werde sie dann für euch bearbeiten. In Ordnung. Das würde mich freuen. Aber unsere Jäger haben Priorität. Okay. Dara Shiral, mögen die Schöpfer ein glückliches Schicksal für euch bereithalten. Dankeschön. Nett von dir. Ach, jetzt darf ich auch handeln. Hier, warte, ich habe gerade Sachen bei euch geklaut. Die könnt ihr jetzt wieder haben. So verhandelt man Kinder. Erst klauen und dann einfach wieder zurückgeben. Natürlich für einen gewissen Preis, wie das denn immer so ist. Da hat der Nächste eine Quest. Yay. Andaren Artishan, Fremder. Ich bin Athras. Ich hoffe, die anderen sind nicht zu grob mit euch umgesprungen. Ah, okay, Das ist sehr freundlich von euch. Die meisten würden einfach annehmen, wir seien grundsätzlich unfreundlich. Aber das stimmt nicht. Vor allem nicht gegenüber einem grauen Wächter. Aber wir haben viel verloren. Und in solchen Zeiten vergisst man die gebotene Höflichkeit viel zu leicht. Soweit ich weiß, wollt ihr im Brasilienwald nach den Wölfen suchen. Ich würde euch gerne begleiten, aber Zethrian hat es mir verboten. Ihr scheint darüber nicht sehr glücklich Keiner zu sein. Keiner von uns ist glücklich über die aktuelle Situation. Und ich am allerwenigsten. Aber ich...
sollte nicht zu viel darüber sprechen. Vor allem nicht mit einem Außenstehenden. Ich nehme an, meine Probleme kümmern euch wenig. Oh, bitte, ich würde gern hören, was ihr zu erzählen habt. Es ist seltsam, so offen mit einem Fremden zu sprechen, aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Meine Frau Danaila und ich haben bei dem Überfall gegen die Werwölfe gekämpft. Sie wurde so schwer verwundet, dass sich der Fluch rasend schnell in ihr ausbreitete. Zethrian hat alles getan, um ihre Schmerzen zu lindern, aber er konnte kaum etwas bewirken. Und obwohl er behauptet, Danaila sei tot, lässt er mich ihren Leichnam nicht sehen. Langsam glaube ich, dass sie zu einem Werwolf geworden ist. Und dass er mich deshalb nicht zu ihr lassen will, damit ich mich nicht auf die Suche nach ihr mache. Und wenn sie ein Werwolf wäre und der Elf sie verfolgt und gefunden hätte, was dann? Süßes, freudiges Wiedersehen? Ich weiß nicht. Vielleicht würde sie mich noch immer als ihre Liebe erkennen. Es ist wahrscheinlicher, dass sie euch vor Liebe auffrisst. Wenn ich nur wüsste, ob Danaila noch lebt oder was mit ihr geschehen ist, dann könnte ich Frieden finden. Okay. Ich habe ein Amulett, das von unseren Handwerkern angefertigt wurde. Es ist nicht viel, aber ich würde es euch gerne im Tausch für jegliche Neuigkeiten überlassen. Alles klar. Das ist ein Ding. Da vorne lauert die nächste Quest auf uns. Da-da-da-dam. Keine Ahnung, was das sollte. Ich weiß es nicht. Ah, schäbig. Sie würde euch für die Liebe auffressen. Das ist sehr wahrscheinlich. Da hast du tatsächlich recht. Vielleicht aber können wir den Fluch auch brechen und seine geliebte Frau so retten. Das wäre immerhin eine Möglichkeit. So, hier würden wir das Gebiet verlassen. Das wollen wir noch nicht. Umsehen wollte ich mich trotzdem zuerst ein bisschen. Und da hinten ist auch noch meine Quest. Das ist eine Truhe, die ich einfach mitnehmen. Warum auch nicht? Oh. Die haben hier überall Bögen. Ist jetzt nicht so überraschend, das sind Elfen, aber. Ein Liebesbrief. Nein. Eines Tages vielleicht, aber nicht jetzt. Ist mir zu viel. Und die sind immer so kitschig. Okay, gut. Da vorne war eine Quest. Hallo? Ebenfalls, hallo, wer seid ihr? Ich bin Cammon, ein Lehrling der Jäger, aber ich wünschte, ich könnte ein richtiger Jäger werden. Und warum solltet ihr das nicht werden können? Ich sollte darüber nicht mit einem Außenstehenden sprechen. Ihr würdet es nicht verstehen. Nun, es kann vermutlich nichts schaden. Ihr könnt mir ja ohnehin nicht helfen. Ich war zu lange ein Lehrling. Um ein echter Jäger zu werden, muss ich das Fell eines Tieres vorweisen können, das ich selbst erlegt habe. Von einem Wildschwein oder Wolf oder irgendetwas. Ich wollte im Wald auf die Jagd gehen, aber wegen des Angriffs dürfen wir ihn nicht betreten. Das eigentliche Problem ist aber Gaynor. Ihr habt also Probleme mit einem Mädchen. Sie ist diejenige, nach der sich mein Herz verzehrt. Ich habe sie um ihre Hand gebeten, aber sie hat mich kaltherzig zurückgewiesen. Sie sagt, sie würde sich nicht mit einem Lehrling einlassen und nennt mich ein Kind. Aber ich bin kein Kind. Wäre ich ein Jäger, könnte ich es beweisen. Aber ich kann nicht auf die Jagd gehen. Gaynor wird sich nie mit mir einlassen. Ich fühle mich so machtlos. Ich hätte nicht darüber sprechen sollen. Überlasst mich einfach meinem Kummer. Naja, es muss doch einen Weg geben, euer Problem. Glaubt ihr, ich hätte noch nicht darüber nachgedacht? Es gibt nichts, was ich tun kann. Habt ihr denn versucht, um sie zu werben? Um sie zu werben? Ich verstehe nicht, was ihr meint.
Genau. Ich habe für sie gesungen und wir haben lange Gespräche im Mondschein geführt. Aber solange ich ein Lehrling bin, hat das keine Bedeutung. Nicht für sie. Und was ist mit dem Geschenk? Nein, das wäre unangemessen. Nicht bevor wir verheiratet sind. Aha. Nee, frag mal nicht. Ich habe für sie gesungen und wir haben lange Gespräche im Mondschein geführt. Ja, ist aber okay. Solange ich ein Lehrling bin, hat das keine Bedeutung. Nicht für sie. Zum Beispiel? Nein, das könnte ich nicht. Ich muss das Tier selbst erlegen. Das ist mein Übergangsritual, um ein vollwertiger Jäger zu werden. Das könntet ihr tun, aber was würde das nützen? Die Situation hat sich nicht geändert. Ich kann sie nicht überzeugen. Wirklich? Ich bin bereit, alles zu versuchen. Mhm. Okay, schade, kann ich nicht. Oma Syrannas, ich bete zur Göttin der Liebe, dass ihr Erfolg habt. Die gibt's. Also ihr habt... Jetzt hat er immer noch so ein Questfile in meinem Kopf. Kann ich mit ihr reden? Geht das? Hi, Schnucki. Enderene Tischen, Fremder. Ihr habt mit ihm geredet? Was hat er gesagt? Naja, er sagte, dass ihr euch weigert, ihn zu heiraten. Ich erwarte nicht, dass ein Fremder unsere Lebensweise versteht, aber... Ich kann Cammon einfach nicht heiraten. Er ist jetzt schon seit über 2 Jahren ein Lehrling der Jäger und hat es noch nicht geschafft, ein angemessenes Tier zu erlegen. Jedes Mal, wenn er es versucht, ist etwas schiefgegangen. Vielleicht wollen die Schöpfer nicht, dass wir uns vermählen. Ich kann doch keinen Jägerlehrling heiraten, richtig? Das sehe ich aber auch so, ne? Wenn ihr ihn liebt, ist es doch unwichtig, was er ist, oder aber nicht? Aber... Was ist, wenn er nie ein vollwertiger Jäger wird? Was wird dann aus unserer Familie? Wenn ihr ihn liebt, dann glaubt an ihn und helft ihm, erfolgreich zu sein. Ihr habt recht. Ich habe den armen Cammon unglücklich gemacht. Kein Wunder, dass er es nicht schafft, seine Jagd abzuschließen. Mercy Runners, ich danke euch. Ihr habt mir geholfen, das Ganze anders zu sehen. Ich gehe und spreche mit Cammon. Das war einfach... Cammon, ich war so dumm. Gaynor, was meinst du? Hast du deine Meinung geändert? Ja, habe ich. Der Fremde hat mir geholfen, meinen Fehler zu erkennen. Ich habe dich unglücklich gemacht und das war falsch. Aber was ist mit meiner Jagd? Ach, das ist mir egal. Ich weiß, dass du deine Jagd bald abschließen wirst und wir werden glücklich sein. Wir und unsere Kinder. Danke, Gaynor. Du machst mich zu einem glücklichen Mann. Heute fühle ich mich von den Göttern gesegnet. Wir sind euch beide sehr dankbar, dass ihr uns geholfen habt, zueinander zu finden. Ihr seid wundervoll. Ich bin so glücklich. Hier, nehmt dies. Es war lange im Besitz meiner Familie, aber ich hoffe, es kann euch bei eurem Kampf gegen die dunkle Brut nützlich sein. Das ist das Mindeste, was wir für euch tun können. Ich kann aufsteigen. Ja, das war ein wenig seltsam. Aber... Naja. Was soll man dazu noch sagen? Theoretisch müsste ich hier unten mal so ein bisschen mehr, aber... Ah, Duelland. Aktiviert selbst. Das ist alles ein bisschen doof. 2 Waffenkenntnis.
Momentum. Na komm. Wir haben ja noch ein paar Level, die wir steigen können. So, das war die Quest. Ich finde das schön, wenn man so Questen hat, die man sofort abschließen kann. Sind das Haustiere oder Reittiere? Nahrung? Nächtliche Begleiter halbblinder Jäger? Was? Das sind Halla. Wer ist da? Oh, verzeiht, Fremder. Ich war so damit beschäftigt, mich um die Halla zu kümmern, dass ich euch nicht habe kommen hören. Was sind Sie Halla? Sind die edlen Tiere, die unser Arrowel ziehen. Die Menschen nennen es Landschiff. Sie sind unsere Begleiter und Führer. Sie sind nicht eure Reittiere? Wir reiten auf den Halla, aber niemals mit Zügeln oder Sätteln. Die Halla entscheiden, wohin sie uns führen, und wir genießen das Privileg, dass sie unser Arrowel mitnehmen. Im Gegenzug ist es die Aufgabe der Hirten, mit den Halla zu sprechen und sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Es ist eine Bande der Freundschaft, nicht der Knechtschaft. Warum ist diese hier von den anderen getrennt? Ich fürchte, sie könnte beim Angriff der Werwölfe gebissen worden sein. Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen, aber sie ist so aufgewühlt, dass ich sie nicht verstehen kann. Der Fluch hätte auf sie nicht die gleichen Auswirkungen wie auf uns, aber er wäre dennoch tödlich. Und er könnte auch für die anderen Halla ansteckend sein. Ich kann bei ihr keine Wunde finden. Aber wenn sie ernsthaft krank ist, dann werde ich sie von ihrem Leid erlösen müssen. Ihr zuliebe, ebenso wie zum Wohl der anderen. Okay, kann ich etwas tun, um euch zu helfen? Ich weiß es nicht. Besitzt ihr irgendwelche Fähigkeiten, die ihr helfen könnten? Wenn ja, wäre ich euch sehr dankbar. Und? Was meint ihr? Ich kann keine Verletzung finden. Ich danke euch dennoch, dass ihr es versucht habt. Nein. Nein, es tut mir leid. Sie beruhigt sich bei euch nicht mehr als bei mir. Ja, meine Fähigkeit, mein Level ist noch nicht. Ich weiß. Es war nett, dass ihr es versucht habt. Ich werde noch eine Weile beobachten, ob sich ihr Zustand bessert. Ich danke euch für eure Hilfe. Das hätte funktioniert, wenn mein Überlebensdingens besser gewesen wäre. Ich glaube, ich habe Stufe 2 oder so. Ich muss nur nachgucken. Irgendwie kann ich das nicht hier nachgucken. Kann ich das dann nachgucken? Hier. Bitte. Hier kann ich das auch nicht nachgucken. Kann ich das denn sehen? War das denn doch hier? Charakterbogen. Nee, war nicht hier. Nee, ich will das nicht automatisch. Okay, gucken wir beim nächsten Aufstieg mal nach. Bis dahin haben wir es erstmal verkackt. Ich hatte das mal, ich glaube in der ersten Runde, die ich je gespielt habe, hatte ich das mal, dass das ging. Also, dass ich ihr helfen konnte und dann war alles gut. So, theoretisch muss ich in den Wald. Auf geht's. Ab in den Wald. So, wir haben ein neues Gebiet freigeschaltet. Und werden jetzt für eine ganze Weile im Wald sein. Das wird... Da scheint es gut zu sein. Nein, Wölfe. Oh!
Hallo, greifst du? Wer ist da? Oh. Was haben die denn zwischen zu suchen? So, das war ja easy going.